Das ist eine neue Ausgabe vom One-on-One. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast war 18 Jahre als Tennisprofi unterwegs und hat im letzten Herbst sein Racket definitiv in die Ecke gestellt. Seither ist es etwas ruhig geworden und ist ein bisschen von der medialen Bildfläche verschwunden. Ich freue mich darum umso mehr, dass er jetzt da ist. Herzlich willkommen, Marco Ghidinelli. Schön, bist du da. Ich habe gesagt, ja, medial ist es etwas ruhig geworden um dich, logischerweise nach der Karriere. Kannst du uns ein bisschen updaten, was im letzten halben Jahr in deinem Leben so gelaufen ist? Ja, recht viel. Ich hatte zuerst das Ziel, mal ein bisschen mit dem Golf-Handicap zu arbeiten. Bin leider sehr selten auf den Golfplatz gekommen. Einerseits meine eigene Firma gegründet und dort biete ich Sportdienstleistungen und Events an, sowohl in der Beratung wie auch in der Planung und in der Realisation. Und nebenbei mache ich einige ausbildnerische Sachen, wie zum Beispiel einen Sportmanagementkurs an der HSG. Und auch eine C-Trainer-Ausbildung im Tennisbereich. Und zudem auch ein Praktikum bei einer Berner Marketing- und Kommunikationsagentur. Klingt nach sehr viel, ist glaube auch sehr viel. Ist es für dich klar gewesen, dass wenn die Tenniskarriere fertig ist, dass man sofort volle Kanne weitergehen? Oder hast du auch so ein bisschen Auszeit gegönnt vorher? Ja, nein, es hat relativ schnell gekribbelt und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich würde gerne etwas machen. Und das allererste, was ich gespürt habe, ist, ich will es mal ein bisschen außerhalb vom Tennis probieren. Trotzdem wollte ich irgendwie noch eine gewisse Connection behalten. Und dann ist mir die allererste Idee, die mir kam, ich würde gerne mal ein Tenniscamp auf die Beine stellen. Und das habe ich dann viele Stunden, Tage, Wochen drin investiert, ins Planen und habe einen Reisepartner gesucht und den auch gefunden. Und jetzt tun wir das im April 2019 lancieren. Und so ist das losgegangen. Und dann ist eins nach dem anderen Projekt gekommen und neue Herausforderungen. Und, ich bin happy, habe ich so viel zu tun und dann irgendwie traut man dieser Karriere nicht nach. Eben viele Sportler, die aufgehört haben, kann man nachher lesen, es ist eine gewisse Leere da, fällt sogar in ein Loch rein. Wenn ich jetzt dir so ein bisschen zuhöre, das ist dir nicht passiert. Bis jetzt nicht, nein, zum Glück. Und ich hoffe, das bleibt so. Und deshalb bin ich noch so froh um alles, was neu kommt, wo man eben auch kann. Die ganze Weiterbildung ist sehr spannend, wieder neue Sachen lernen und dann neue Herausforderungen annehmen. Einfach jetzt halt in einem zweiten Berufsleben. Eigene Firma gründen, ist ja nicht einfach, macht man nicht einfach so von heute auf morgen. Wie ist das dazu gekommen? Ja, ich denke, also als Tennisspieler ist man immer sein eigener Chef. Man hat auch schon wie eine eigene Firma betreut, geführt, weil im Tennis ist es so, dass der eigene Coach, der Konditionstrainer etc. sind eigentlich alles wie angestellt. Die zahlt man, dann zahlt man den Lohn, dann zahlt man die Spesen, die ganze Reise. Ist ein Manager so ein bisschen. Ja. Genau, also irgendwie hat man schon ein bisschen das Flair schon allein daraus, dass man aus dem Tennis kommt. Und dann, wie gesagt, ist die Idee mit den Camps gekommen und ich tue allgemein das ganze Eventmanagement, so diesen Bereich habe ich immer gedacht, der interessiert mich noch. Mich hat immer interessiert an den Tennisturnieren, was läuft so hinter den Kulissen und habe immer auch wieder mit Turnierdirektor mich unterhalten und das ist halt mich spannend gedacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist sicher, macht Sinn, wenn man mal eine eigene Firma gründet. Und dann habe ich ein Mandat bekommen in einem spannenden Projekt in Basel, in einem Tennishallenbauprojekt. Und dort bin ich beratend tätig und bin in der Baukommission dabei. Und ja, so Sachen, die finde ich spannend und die denke ich, ja, das ist etwas, wo man liegt. Nebenbei hast du es erwähnt, drückst du noch die Schulbank an der HSG. Hast du dort noch bekannte Schulkameraden, kann man vielleicht so sagen, mit dem Marco Streller und dem Marco Streit. Redet man da auch ab und zu so ein bisschen über Sport oder tauscht sich ein bisschen aus mit diesen zwei zum Beispiel, wo man jetzt auch Schweizer Sportszene kennt? Ja, also das sind wirklich lauter spannende Mitstudenten. Du hast jetzt die zwei prominentesten genannt aus Schweizer Sicht. Der Marco Streller, leider sehr beschäftigt als Sportchef. Er ist leider bisher erst an einer Woche dabei gewesen. Aber der Marco Streit ist natürlich ein Eishockey-Star, ich schaue sehr gerne Eishockey, aber kenne mich im Sport nicht so sehr aus. Und es war spannend gewesen, natürlich auch mit ehemaligen Eishockey-Spielern mal sich zu unterhalten. Es hat auch andere dabei, noch Sandro Rizzi, Pascal Müller. Es ist immer spannend, mit Sportlern aus anderen Sportarten können zu reden. Und dann haben wir Leute aus dem Fußball dabei, auch ehemalige deutsche Nationalspieler. Dann haben wir Leute, die aus dem Turnen kommen. Dann haben wir aus dem Landhockey Leute, aus dem Velo, Fahrradsport. Also wirklich sehr, sehr spannende Zusammensetzung von dieser Gruppe. Tennis Racket, hast du wie oft neue Tank genommen, seit du in Basel in den Rücktritt gehst?
Ja, sehr selten. Ich habe einmal mit einem Freund von mir gespielt, eine halbe Stunde. Und dann im Zusammenhang mit dem Tennishallenbauprojekt bin ich unter anderem zuständig für die Wahl vom Belag, okay, wo dort gewählt wird. Dann bin ich mal ins Wallis so einen Kunstsandplatz getestet. Dann habe ich eine Viertelstunde spielen. Aber ansonsten habe ich eigentlich den Schläger nicht mehr in die Hand genommen. Habe jetzt vor, hat es nie gekribbelt? Irgendwie, ja, so. Nein, eigentlich nicht. Ich habe es wirklich mal genossen, jetzt mal können gar nichts machen. Habe ich auch sonst fitnessmässig sehr wenig gemacht oder fast gar nicht. Und habe mir jetzt aber eigentlich vorgenommen, ab dem Sommer wieder ein bisschen mehr zu machen, weil ich auch merke, irgendwie, ja, die Bewegung gefällt mir ein bisschen. Und ja, wenn ich mich habe mich früher noch selten geweckt, aber wenn ich jetzt auf die Waage schaue, merke ich, muss langsam wieder etwas machen. Genau. Was vermisst du am meisten vom Tenniszirkus, den du verloren hast? Ja, das Reisen allgemein. Ich habe es wirklich genossen, können die Welt zu entdecken. Und ich habe es geliebt, um die Welt herum zu reisen. Und das fehlt mir schon ein bisschen. Aber ja, und klar, wenn man dann natürlich im Fernsehen ein Match sieht, jetzt Paris, Roland Garros, und man überlegt sich, es war eigentlich schon schön gewesen, oder? Man überlegt dann irgendwie mehr als früher noch. Denkt man heute jetzt mehrmals zurück, irgendwie nochmal an die schönen Momente und wo man vielleicht mal auf den Platz rausgelaufen ist von vielen Leuten und die Emotionen, da denkt man irgendwie noch dran. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich traurig wäre wegen dem, aber es ist mir schon bewusst, dass das so nicht mehr kommen wird. Und aber umso mehr weiss ich jetzt heute, dass noch mehr zu schätzen, dass es eine super schöne Zeit war. Ich habe zurückgeschaut auf deine Karriere, du hast es vorher angedeutet, du warst dein eigener Manager gewesen. Du hast nicht irgendwie wie ein Top-Spieler wirklich gewusst, ich werde an diesen Top-Turnieren, das besteht nicht nur aus Grand Slams in so einer Saison, du hast auch viele kleinere Turniere gespielt. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie hat so eine normale Woche in deinem Tennisleben ausgesehen? Ja, also die Woche sieht natürlich ähnlich aus wie auf allen Leveln im Tennis. Oder? Die Wochen sehen grundsätzlich ähnlich aus. Man trainiert ähnlich, oder ob man jetzt Nummer 1 der Welt ist oder das Nummer 1000 in der Welt. Alle investieren viel ins Training, auf dem Platz, auch neben einem Platz. Der grosse Unterschied ist natürlich dann, wenn man an ein Turnier kommt, oder ist man Superstar, dann wird man natürlich hofiert überall. Und man spielt nur in Grossstädten, oder? Das ist ja so. Und auf unserer Tennistour, alle grossen Turniere, ATP-Turniere sind immer in Grossstädten. Also, ja, da geht man nicht irgendwie oder wenn es in der Schweiz ist, dann spielt man in Basel und nicht in Pratteln, oder? Und je weiter man runtergeht, je kleiner Turnier werden, je mehr ist es halt abends ein bisschen abgelegen. Das heisst, man kann vielleicht nicht hinfliegen, man nimmt noch ein Mietauto oder man nimmt noch den Zug und dann wird die Anreise natürlich immer ein bisschen komplizierter. Was allerdings dann der Vorteil hat, ist natürlich, dass man mehr vom Reisen mitbekommt, mehr von den Ländern sieht. Man lernt auch vielleicht mehr Leute kennen, man findet vielleicht mal nicht das richtige Perron, man muss sich erkundigen, hey, wo geht es durch und man findet jemanden. Und ja, ich bin auf der ganzen Welt, wirklich, ich bin in 59 Ländern insgesamt und habe unglaublich viel Gastfreundschaft erlebt und sehr viele Kulturen kennenlernen. Und einfach, das habe ich immer etwas von den grössten Privilegien empfunden in meinem Tennis-Job. Eigentlich, ja. Es ist glaube ich, nicht auch immer zu 100% alles so gelaufen, wie das genau geplant war. Was ist so das Verrückteste, was du im Rahmen von einem Tennisturnier erlebt hast? Oder das Skurrilste? So Anekdoten? Schwierig, jetzt gerade spontan etwas rauszuheben. Natürlich völlig verrückte Reisen hat es natürlich auch gegeben. Ich habe einmal in Korea gespielt, in Busan, und hat die Woche noch in San Luis Potosi, das ist in Mexiko, spielen. Es hat ein paar andere Spieler gegeben, die auch diesen Trip gemacht haben, und dann liegt es auf der Hand, man fliegt von Seoul nach L.A. und dann einfach ab auf Mexiko. Dann ist das zwar lang, aber nicht so umständlich. Bei mir war es so, in diesen 4 Tage, die ich hatte, zwischen dem letzten Match in Korea und dem ersten in Mexiko, hat noch einer meiner besten Freunde geheiratet. Und ich habe versprochen, dass wenn ich kein Match an dem Tag, dass ich komme. Und dann ist natürlich mein Trip ein bisschen abenteuerlich geworden. Ich bin von Busan auf Seoul geflogen, von Seoul auf Frankfurt. Von Frankfurt mit dem IC nach Basel. Dann direkt an seine Hochzeits-Afterparty. Da waren schon alle gut drauf. Und dann bin ich irgendwie am Morgen um 5 Uhr heimgekommen und hatte eine Stunde gehabt, zum Umpacken. Dann musste wieder am Flughafen Basel. Bin von Basel nach Paris, dann von Paris auf Mexico City. Und dann hatte ich dort, das weiß ich noch, eine 6 Stunden Pause gehabt. Und dann hatte ich von Mexico City auf das San Luis Potosi. Bin am Gate eingeschlafen, weil ich so müde war. Und habe den Flieger verpasst. Dann musste ich wieder das Gepäck holen. Und dann war es 11 Uhr nachts.
Dann habe ich mich erkundigt, hat es geheißen, ja, es ging irgendwie noch ein Bus von der Busstation in Mexico City. Dann bin ich mit einem Taxi an die Hauptbusstation in Mexico City. Hat dann irgendwie noch den Nachtbus um Mitternacht verwischt und bin dann am Morgen um 6 Uhr in dem San Luis Potosi. Also völlig verrückt, oder? Aber das sind so Sachen, ich kann es heute noch einzeln, jeden Flug, jeden Zug, yeah, jeden Bus wirklich mich noch daran erinnern, weil das sind eigentlich so die speziellen Sachen, die es ja, was einfach speziell machen und auch schön und irgendwie, das habe ich immer genossen, obwohl das vielleicht umständlich tönt, aber ich habe es irgendwie auch als Abenteuer empfunden, so Sachen. Das Turnier ist gut gelaufen, weißt du es noch? Tatsächlich eins von meinen, ist ein Challenger-Turnier gewesen und ich bin in meiner ganzen Karriere nur einmal weitergekommen als dort, auf Sand. Okay. Also von dem her, ja. Nichts erwartet, das ist ja so, da haben wir keine Erwartung und dann spielt man locker und dann läuft es besser, als man denkt. Das alles noch sehr viel Aufwand, natürlich auch viele Ausgaben. Wenn man auf der ATP-Seite liest, hast du ziemlich genau 2 Millionen Preisgeld eingespielt. So nach 18 Jahren, was ist übrig geblieben? Hast du etwas können auf die Seite tun? Ist es immer ein Tanz auf der Rasierklinge gewesen? Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich immer können gut planen. Ich habe in allen Jahren immer mit Coaches können zusammenarbeiten und habe nicht immer müssen, zum Beispiel, es gibt ja die Interclub-Match, wo man kann Geld verdienen kann. Die gibt es in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich. Es gibt viele Spieler, die spielen in 2-3 Ländern parallel. Das geht nicht mehr auf das Kosten von der Trainingswochen, oder, um einfach sich die Karriere finanzieren. Und ich habe immer das Glück gehabt, einen sehr starken und unterstützenden Sponsor an meiner Seite während 13 Jahren. Und das hat mir natürlich sehr viel Freiheit gegeben. Zudem habe ich noch natürlich das Glück gehabt, dass wir im Davis Cup recht erfolgreich gespielt haben, doch für die Schweiz, auch wenn wir oft in der ersten Runde verloren haben in der Weltgruppe. Aber für eine Nation wie die Schweiz ist es nicht selbstverständlich, immer in der Weltgruppe können mitspielen. Und das hat es mir erlaubt, meine Karriere zu finanzieren und zum Glück auch jetzt etwas auf die Seite legen. Was dich immer begleitet hat, die ganze Karriere lang, ist natürlich, dass du der Jugendfreund von Roger Federer bist. So Hand aufs Herz hat es manchmal auch genervt, dass wahrscheinlich fast jedem Interview irgendeine Frage zum Roger beantworten musste. Ja, nein, ich habe einfach relativ früh gelernt, dass man einfach muss ganz klar eine Grenze ziehen, oder? Und wie gesagt, bis vielleicht 2003 oder so, die ersten paar Jahre auf der Tour, habe ich dann natürlich auch habe ich alle Anfragen auch beantwortet, was ist darum ging, um ein Interview über einen Roger. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, ich habe meine eigene Karriere und ich denke, das muss man auch, weil es ist natürlich so, dass an Roger heranzukommen ist für die Medien oft sehr schwer. Ja. Oder? Und, und wenn sie das nicht schaffen, dann probieren sie es bei seiner Frau, damalig noch seiner Partnerin. Oder? Dann probieren sie vielleicht bei seinen Eltern. Und dann irgendwann, oder irgendwann in dieser Pyramide, oder, kommen dann irgendwann die Freunde, oder, und dann war es ich gewesen, oder Nif Allegro, auch ein Jugendfreund von ihm, der auch Profi war. Und ja, dann muss man einfach sagen, hey, also wenn irgendein Interview ist und am Schluss kommt eine Frage zum Roger, dann habe ich nie ein Problem damit gehabt. Aber wenn natürlich von 10 Fragen 9 sind über Roger, dann muss man einfach sagen, tut mir leid, das mache ich nicht. Und das ist eigentlich, meistens wird das akzeptiert. Was zum Abschlusszeit läuft wie im Flug, ganz kurz, wenn du ein Spiel aus deiner Karriere müsstest raussuchen, das du nochmal spielen könntest, welches wäre es und warum? Ja, da gibt es einige, also sehr speziell, es gibt so viel. Spontan sicher der Halbfinale in Basel, das war sehr speziell gegen Roger, einfach nochmal das zu erleben, nochmal in die Halle einmarschieren, ausverkauft, wo wir früher zusammen sind, Ballboy gesehen. Vielleicht den Tiebreak gewinnen. Genau, vielleicht das, aber einfach allein einfach nochmal das zu erleben, das war schon eine unglaubliche Story. Es hätte nur noch getoppt werden, wenn es der Finale gewesen wäre, anstatt der Halbfinale, aber das war wirklich ein sehr spezieller Moment gewesen. Und wie gesagt, ansonsten könnte ich noch etliche andere erzählen. Also, Davis Cup 7 Stunden haben wir mal doppelt gespielt, haben dann 24-22 verloren im fünften Satz. Also das war wirklich ein Match. Und ich würde sagen, da würden wir gerne noch mal spielen, weil da hätten wir gerne gewonnen. Gut, Marco, die Zeit ist leider schon abgelaufen. Sehr spannend. Man sieht, es ist viel los in deinem Leben. Ich glaube, es wird auch in Zukunft nicht langweilig. Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute für die Zukunft. Merci vielmals. Das wäre schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich vielmals fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.